Moin Moin Sportfreunde, ich heiße euch heute wieder recht herzlich willkommen bei unserem Taubenschlag. Ja ihr Lieben, wir hatten heute den zweiten Preisflug bei den Jungtauben und erstmal gehe ich jetzt mit euch in Reiseschlag und dann kommen wir gleich dazu. Hier sitzen jetzt die Zuchtweibchen drin, ich glaube das hatte ich mal letztes Mal noch nicht. Ja ist gut, ihr seht die Weibchen sind recht paarig auf mich. Ja, ist gut. Natürlich, wenn das Männchen nicht mehr da ist, ne, dann fliegen die auf den Züchter, beziehungsweise sitzen sie auf dem Züchter. Aus dem Weibchen habe ich dieses Jahr zwei Junge gezogen, die haben beide schon jetzt zwei Preise, also Geschwisterpaar, die kommen auch relativ zusammen immer. Ja, so sieht das zurzeit aus. Das sind die Zuchtweibchen, wie gesagt. Die sitzen jetzt alle hier drin, ein paar habe ich noch zusammen. Hier sind die Reisetauben drin, die haben jetzt auch schon ein paar Eier liegen. Also die eine oder andere. Ah, ist gut. Ne, hier ist gar kein Paar drin. Aber hier zum Beispiel. Also sieht zurzeit ganz gut aus. Die lasse ich jetzt einmal überbrüten, dann werde ich die Eier austauschen. Meine 10-19 schon gelegt. Ja, sie haben eine 10-19, die fliegt dieses Jahr 13-9, eine jährige mit 600 Astpunkten. Bildschönes Weibchen, muss man sagen. Vielleicht lege ich die Eier noch um, ne? Vielleicht ziehe ich die beiden Jungen noch. Sollte ich eigentlich machen, das ist vielleicht eher was nochmal für die Zucht, um den Stamm so ein bisschen zu härten. Und ja, da ist der Scheckvogel hier oben dran. Enkel Tyson. Na, ich glaube, da kommt eine Taube. Wenn ich mich nicht irre. Mal gucken. Ich gucke also nach oben. Ne, tatsächlich nicht. Mich verguckt. Ja, so sieht es zurzeit aus. Hier sind die Zuchtvögel drin. Auch der 10-13, der dieses Jahr mein bester Jähriger ist und sieht besser in der RV mit 10-7 Preisen. Ja, ansonsten kommen wir jetzt mal zu den Jungtauben. Hier ist jetzt leer, die mache ich morgen sauber. Die sind abgesetzte Jungen und die Zuchttauben getrennt. Und hier sind meine Reisetauben. Ich muss mal eben die Tür ranmachen. Meine Reisejungen. Ich habe mich ja nach dem ersten Preisflug nicht gemeldet. Da mache ich von 6,59,20 Preise. Und diese Woche mache ich von 56, also zwei waren zu Hause, die eine Scheck und der blaue Vogel, der da drum knurrt. Ja, ist gut. Na, komm mal her. Mäuschen, komm mal her. Ja. Das ist die Tochter aus der 614. Mein mega zahm Weibchen. Die hat heute den zweiten Preis geflogen. Ja, und diese Woche mache ich von 56,28 Preise. Auch in Ordnung. Sie hat auch einen gemacht, aber sie hat nicht gezählt. Sie war, glaube ich, als Achte da, wurde mir gesagt. Aber ist leider so über die Uhr geflitzt. Ärgerlich, aber passiert. Ja. Was habe ich sonst noch zu erzählen? Ja, ich habe die, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, Fenster eingebaut. Aus dem Grund, dass ich sie jetzt auf Witwerschaft habe, die Tauben. Und die getrennt sind die Woche über. Und wenn ich sie rauslasse, weil wegen Einflugsystem, die springen hier dann ein in dem Schlag. Und gehen hier dann raus, dann mache ich hier auf und dann schwupp, schwupp, dann sind sie. Und ja, dann treibe ich um, dann gehen die Vögel hier, die Weibchen sitzen die Woche über hier drin. Dann gehen die Vögel hier rein. Und die Weibchen springen hier ein und lasse ich die Vögel raus. So sieht das zurzeit bei mir aus. Na, komm mal rüber, Digga. Und zwar fehlen mir jetzt aber noch vier Jungtauben von dem Preis. Also hier aus dem Schlag 3 und aus dem anderen Schlag eine. Von den kleineren. Und deshalb habe ich jetzt so, dass sie hier nicht rüber können, dass sie nur hier rein können, damit ich gleich sehe, weil die Uhr beim Uhrenauswerten ist. Damit ich gleich sehen kann, wenn was gekommen ist nochmal. Ne? Ja, so sieht es zurzeit aus bei mir. Dann habe ich hier noch ein Zuchtpaar drin, die haben noch ein Junges. Genau, das ist der Vogel, der Fahle mit der blauen. Da habe ich auch mega schöne Junge rausgezogen dieses Jahr. Das ist auch der Vater von der Zahm da gerade, von der Paarigen. Und die beiden Jungen sind mit einem anderen Weibchen. Die Fahlcheck so ein bisschen und der untere Fahle. Genau, und das ist auch noch ein Enkel Tyson da. Und da ist der Holländer. Ja, aus dem Schlag hier machen von 9 Jungen sind 8 da und 6 fliegen Preis.
glaube, er macht die beiden, die nebeneinander sitzen, die machen beide keinen. Die restlichen mit Tippesring hier drinnen machen Reis. Ja, ich bin recht zufrieden. Wäre schön, wenn jetzt nochmal hier dahin zieht eine durch, sehe ich gerade. Wenn hier jetzt nochmal irgendwie was kommen würde am Abend. Wäre nämlich schön, wenn sie alle zu Hause sind. Würde ich mich freuen. Ja, ansonsten sage ich auch nochmal eben, was es zurzeit gibt. Es gibt, wenn sie vom Flug kommen, ins Wasser Toliamin Forte. Und dann habe ich hier so ein Moorkonzentrat. Das ist kein Moorgold, aber auf jeden Fall, das gibt es, wenn sie vom Flug kommen. Dieses Konzentrat, das gebe ich dann 2 Tage in der Woche mit Entrobac. Dann kriegen sie bei mir noch Kräutermix, Vitalmix. Und ja, was gibt es denn noch? Das war es eigentlich schon. Ach so, von Dr. Marien, das Mineralpulver. Und in die Tränke gebe ich einmal Aerosol am Anfang der Woche. Carni Speed, jeden Tag. Blitzform, jeden Tag ein Tropfen auf einen Liter. Und dieses Kräuterelixier hier von Dr. Schmitz. Ja, das war es dann auch schon. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Genießt die Tauben, genießt alles. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, stellt gerne Fragen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Gut Flug. Ciao, ciao.